Ja, das war heute leider nichts. Wir verlieren gegen den Tabellenletzten mit 29-27 gegen TuS Fürstenfeldbruck. Ja, haben sie gut gemacht, haben gut gespielt. Und wir haben leider heute nicht das gezeigt, was wir eigentlich können, würde ich sagen. Deswegen hat sich Jonas Gerdkes jetzt einmal kurz hier bereit erklärt. Ich hole ihn ab und wir quatschen auch ganz kurz über das Spiel. Neueste Version von Instagram hat er jetzt ja. Jonas, moin, hörst du mich? Du bist sehr laut bei dir, aber es ist gut, läuft. Ich habe gerade nicht verstanden, sag nochmal. Ist sehr laut bei dir, aber es ist, glaube ich, okay, oder? Hörst du mich okay? Ja, warte mal. Ich warte. Ich bin halt noch in der Halle und die feiern jetzt natürlich, aber ja, passiert, ne? Das passiert. Ja, sag gern einmal. Ja. Kannst du einmal das Spiel kurz beschreiben, so in kurzen Sätzen? Jetzt gut mit der Lautstärke. Ja, ich denke, man hat es am Ergebnis gesehen. Die waren heute einfach, boah, bisschen ja, besser da als wir. Wir haben uns relativ, ja, wie soll ich sagen, nervös machen lassen. Wir wussten eigentlich, was es für ein Spiel wird. Das war uns aufgrund der Videoanalyse bewusst. Gummersbach hat hier ja eigentlich ähnlich gespielt, beziehungsweise hat es auch nicht richtig hinbekommen. Die spielen ja eine ganz spezielle Abwehr. Und da haben wir es über die ganzen 60 Minuten nicht geschafft, da irgendwie ein richtiges Mittel zu finden, um im Endeffekt zu gewinnen, sage ich mal so, und sich entscheidend erstmal abzusetzen. Ja, und ja, deswegen gehen wir heute als Verlierer vom Feld. Ja, was ist denn, man sucht ja manchmal so ein bisschen so die Geschichte des Spiels, ne? Also was ist denn da die Geschichte des Spiels, wenn man sie leider jubeln hört da im Hintergrund? Das regt mich gerade ein bisschen auf, ehrlich gesagt. Ich gehe nochmal ein bisschen Alles weiter gut. weg, weil das will ich mir nicht anhören. Alles gut. Ja, Ja, jetzt was trotzdem. ist Ja, die Geschichte des hier? Spiels. Boah, also ich würde Also sagen, ganz, ganz wichtiger Punkt, warum wir heute nicht gewonnen haben, ist die Abwehrleistung. Ja, wir haben den entscheidenden Mann, den Kolodziej, Nummer 9, einfach überhaupt nicht in den Griff gekriegt. Der hat ja selber ja, gute Aktionen gemacht, aber auch natürlich seine Mitspieler gut eingesetzt und er hat immer die Lösung gefunden. Ja, wenn wir ihn mal ja, halbwegs zu zweit irgendwie zumachen konnten, hat er weitergespielt. Und ja, im Endeffekt hat er das ganze Spiel da in seinen Händen gehabt und hat uns da, wir haben keine Mittel gefunden. Man hat ja gesehen, wir haben verschiedenste Abwehrformationen gespielt. Wir haben 6-0, 3-2-1, 5-1, am Ende nochmal 6-0, aber in keiner ja, Version haben wir da wirklich den Zugriff bekommen. Also ich will jetzt hier irgendwie nichts schönreden oder so, aber ihr seid heute Morgen losgefahren um 7:30 Uhr oder so mit der Bahn. Merkt man das auch in den Knochen? Ist das ist jetzt. Ja, also man merkt das natürlich, aber uns war komplett bewusst, dass wir hier aber erst eine Sekunde da sein müssen. Und ja, also ich würde es nicht als Ausrede gelten lassen, weil Klar. jeder wusste das, ja. Und Klar. ich sag mal so, ich fand die Stimmung vom Spiel jetzt nicht schlecht. Also wir waren da eigentlich bereit, nur dann hatten wir natürlich einen extrem schlechten Start. Und ja, dann haben wir es nicht geschafft, quasi da nochmal Oberhand zu gewinnen. Und das über 60 Minuten lang, das war schon ja echt scheiße, ja. Ja, sag gern einmal kurz, also live, ich habe es nicht ganz genau gesehen, was da passiert ist. Der ist ausgefallen, auch in der zweiten Halbzeit. Hast du es gesehen, was ist da passiert? Ja, der ist, ich glaube, als er in der Abwehr reingegangen ist, hat er so einen Pferdekuss bekommen, aber unters Knie, ja, und konnte deswegen nicht weiterspielen. Wir haben in der Halbzeit wurde er noch behandelt, aber ich glaube, es ging einfach nicht, weil Leif ist wirklich ein Kämpfer und wenn er sagt, es geht nicht, dann geht es wirklich nicht. Ja. Ja, Und ja. deswegen, ich glaube jetzt nicht, dass es wirklich längerfristig ist, aber heute konnte er auf jeden Fall nicht mehr spielen. Ja. Ja, dann drücken wir auf jeden Fall die Daumen. Ich gucke hier noch einmal kurz durch, was hier so geschrieben wird. Schade, komm gut nach Hamburg, nach Hause. Solche Niederlagen gehören dazu. Ja, sind natürlich auch ärgerlich einfach, ne? Ja, Einfach also könnte ich auch ärgerlich. darauf verzichten, ob die jetzt dazugehören, weiß ich nicht, aber könnte ich auch darauf verzichten. Aber passiert halt. Ja. Ja, verlieren gehört dazu. Liebe Grüße nach Hamburg, komm gut nach Hause. Nächstes Spiel, nächste Aufgabe. Ja, sehr, sehr schade, sehr, sehr schade, aber Fürstenfeldbruck hat auch einfach sehr gut gekämpft, hat es sehr gut gemacht, hat Absolut, gut ja. gespielt. Und am Ende ist es so, ne?
Ja, hast du gut gesagt. Also wir sind ja nicht die Ersten, die da so ein bisschen aufgrund der Abwehr und den Spielumständen da es nicht schaffen, das Spiel wirklich zu dominieren. Und ja. Ja, da hat jede Warnung, die wir vorher auch wahrgenommen haben, leider nicht geholfen. Ja, komm hier, Simon fragt, ist der Druck vielleicht wegen Neuzugängen zu groß? Bringt einen das aus der Bahn? Nein, also ich glaube, er spielt jetzt auf Neuzugänge für die neue Saison an. Also da habe ich heute noch keine Sekunde dran gedacht. Und ich glaube, das ist bei jedem so der Fall. Wenn man auf der Platte steht, dann denkt man nicht daran, wer nächste Saison kommt. Ja, zumal wir größtenteils so zusammenbleiben werden. Und deswegen würde ich das als keinen Faktor sehen. Ja, das merkt man auch tagtäglich bei euch. Also das ist hier einfach... Man sagt ja immer so blöd, aber ihr guckt ja wirklich von Spiel zu Spiel. Ich glaube, Toto macht das da ganz, ganz gut. Ja, aber müssen wir ja auch. Müssen wir ja. Ja, klar. Aber heute hat es leider nicht sollen sein. Jonas, vielen Dank, dass du hier einmal kurz bereit erklärt hast, mit uns zu quatschen. Kommt gut nach Hause. Ganz gute Besserung an live. Ja, werde ich ausrichten. Und kommt gut nach Hause. Danke dir. Ja, alles klar. Danke, wir sehen uns. Mach's gut. Ciao. Ciao. Du musst aufs X drücken. Ja. Über die Verkrampfung. Nase putzen und weiter geht's. Gummersbach hat auch gegen Bruck verloren. Ja, wie gesagt, muss man ihn lassen. Die haben sehr, sehr gut gekämpft. Die haben es sehr, sehr gut gemacht. Und wir waren da heute vielleicht einfach den Schritt auch zu spät in manchen Situationen. Von daher würde ich sagen, ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönes Wochenende. Bleibt alle gesund und unsere Jungs machen weiter und das nächste Spiel kommt, genau, Sven schreibt hier gerade, das nächste Spiel kommt und dann geht es auch für uns weiter und dann geben die Jungs wieder Gas. Also vielen Dank, dass ihr dabei wart. Macht's gut, schönes Wochenende und haut rein.